Hallöchen. Heute ist der Tag gekommen, an dem wir etwas machen werden, was noch nie zuvor ein Lebewesen gemacht hat. Ja, wir spielen Deutschland. Also das Deutsche Reich. Aber was wir machen werden, wir werden diesen Mann mit seinem komischen Mantel und seinem Schnauzbart absetzen. Ja, tatsächlich, er muss weg. Ja, Hitler muss weg. Ja, ich habe schon immer gesagt und dieses Mal werden wir es machen. Und ja, der eine oder andere wird sich denken, ach, er spielt das Kaiserreich. Nee, kein Kaiserreich. Das wäre natürlich noch angenehm. Ja, wir werden erst Widerstand gegen Hitler leisten und danach geben wir den Wiederbelebung des Kaiserreichs weg. Nein, das macht ja jeder. Spaß. Also sagen wir mal, 99% gehen Rheinland und die restlichen 1%, die wirklich Widerstand gegen Hitler leisten, die gehen natürlich dann noch auf Wiederbelebung des Kaiserreichs. Aber absolut niemand auf der gesamten Erde würde freie Wahl und monarchistischen warum mache ich das? Also ich spiele jetzt Hearts of Iron seit 10 Jahren, doch Oppose Hitler hatte ich noch nie. Was ist denn das? Ist das eine Mod? Nein, das ist keine Mod. Das ist die Expansion Hearts of Iron 4 Waking the Tiger. Wenn ihr dieses DLC euch holt, könnt ihr auch Oppose Hitler auswählen. Kostet 19,99 Euro nicht im Angebot. Das Besondere am Bürgerkrieg in Deutschland ist, dass ihr den absolut nicht verlieren könnt. Also selbst wenn ihr ein richtig schlechter Spieler seid, ist es eigentlich nicht wirklich möglich, den Bürgerkrieg zu verlieren. Der Grund dafür ist relativ einfach. Wenn wir nämlich uns den Schwerpunktbaum ansehen, sehen wir, dass man, sobald man sich für den rechten Weg entschieden hat, egal ob Spieler oder KI, den linken Weg nicht mehr wählen kann. Wenn wir jetzt den Bürgerkrieg verlieren, können wir hier nicht weitermachen. Das bedeutet, Deutschland ist ganz offiziell nutzlos für den Rest des Spiels. Also generell so, wie es auch so schon der Fall ist, wenn du mit Deutschland spielst, aber naja. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, aber Krabbe, wie genau stellt man denn sicher, dass Deutschland immer gewinnt und nicht das Deutsche Reich? Das ist ganz einfach. Der Kollege hier bufft unser Land brutal und gibt uns 20% Angriff und 20% Verteidigung in Kerngebieten. Das ist in etwa so viel wert, wie wenn du von deinem Vater eine Schelle bekommst. Und die Deutschen dagegen sind, naja, sag mal, deine kleine Schwester. Die kriegt natürlich gar keine Schelle. Das heißt, ja gut, die sind am Arsch und wir nicht. Nach 6 Jahren Hearts of Iron 4 lernt man immer noch neue Sachen. Die Sowjetunion hat der Türkei den Krieg erklärt. Und Rumänien. Und ich habe absolut keine Ahnung, warum. Und ich habe das noch nie erlebt, am 13. März 1936, dass die Sowjets der Türkei den Krieg erklären. Übrigens, was ich eigentlich sagen wollte, ihr dürft auch niemals warten. Geht immer sofort in die Offensive. Umso schneller ihr diesen Krieg beendet, desto besser für euch. Also, drauf los, kaputt hauen die Deutschen, so wie es immer macht und dann, ja, weitermachen, womit auch immer. Was ihr auch niemals vergessen solltet, gebt eure politische Macht immer zuerst in so einem Fall für den militärischen Stab aus. Die sind nämlich immerhin für irgendwas nutzbar. Die können... Wie zum Beispiel Angriff, Verteidigung. Da kannst du hier zum Beispiel noch Armeeangriff mit hinzufügen. Mit den anderen Boni zusammen ist es in etwa so, als wenn man mit einem heißen Schwert durch den Körper einer leckeren Butter schneidet. Die Frage, die ich mir jetzt nur stelle, gibt er sich die Kugel oder fliegt er nach Argentinien? Oder geht er zurück nach Österreich und versucht doch nochmal Künstler zu werden? Die Frage wird hier nie beantwortet. Naja. Die einzige Frage, die ich mir beantworten kann, ist, dass die Russen komplett inkompetent sind aktuell gegen Rumänien, die Türkei nicht wirklich gewinnen. Der Krieg zieht sich jetzt auch schon fast länger als der Bürgerkrieg. Ah, Hitler ist tot. Wie hat er sich denn umgebracht? Er hat den Tod gewählt. Wie auch immer. Na gut, er lebt nicht mehr. Zumindest die Frage wurde beantwortet. Naja, der Bürgerkrieg ist vorbei. Die bringen wir natürlich nicht um. Wir werden die natürlich zu lebenslanger Haft verurteilen. Nein, natürlich nicht. Wir hängen sie alle. Natürlich demokratisch. Und als Demokraten müssen wir natürlich alle ermorden. Das ist ganz wichtig. Die Demokratie kann nur siegen, wenn man alle Andersdenkenden ermordet. Na? Steht da. Wer macht denn sowas? Freie Wahl mit Nazi-Deutschland in Hearts of Iron 4 1936. Ah, irgendwie sticht es mir in der Brust und ich weiß nicht warum. Spricht eigentlich Bände, dass Deutschland einfach absolut uninteressant ist, wenn man es nicht historisch spielt. Und selbst wenn man es historisch spielt, ist es eigentlich total uninteressant, weil man ja eh schon weiß, was passiert. Glücklicherweise haben natürlich alle Nachbarstaaten schon eigene Fokusbäume, dass da zum Teil da immer ein bisschen Abwechslung passiert. Aber dass Deutschland als die Nation Nummer 1 bis heute kein Rework bekommen hat, das ist schon ein bisschen schade eigentlich. Aber gut, wir gucken mal, wie dieses Demokratie funktioniert, ne? Vielleicht kann man ja aus Versehen ein paar Atombomben schmeißen, ne? Oder die Welt erobern. Ja, Demokratie, Welt. Damit die ganze Welt demokratisch ist natürlich, ne? Immerhin
Papa Russland ist in der Lage, doch Rumänien und die Türkei zu besiegen. Und ich weiß nicht, was das genau für die Zukunft bedeuten wird, weil ich finde das ein bisschen problematisch, dass Russland dann jetzt schon 1937 eine Weltsupermacht ist, die nochmal gefühlt doppelt so viele Fabriken dazu bekommt. Aber gut, wir schauen mal. Aber so einfach funktioniert das Ganze natürlich noch nicht. Wir müssen jetzt dann erstmal noch den Typen einstellen und dann das Zentrum unter Konrad Adenauer. Der wird sich freuen, wenn er ein paar Jahre früher an die Macht kommt. Ja, das müssen wir jetzt erst noch auf 40% pushen und dann können wir erst weitermachen mit dem monarchistischen Kompromiss. Und dann können wir uns zumindest scheinbar um die große Gefahr kümmern und Mitteleuropa und Benelux und keine Roten in Westeuropa. Also es gibt scheinbar doch Möglichkeiten für Krieg. Das ist gut. Rest in Peace natürlich an die Spanier, denen können wir natürlich jetzt nicht mehr helfen. Wir sind natürlich hier demokratisch-monarchistisch und helfen weder den Braunen noch den Roten. Das ist nämlich beides Müll. Und das meine ich, wie ich sage, hier im Spiel natürlich. In echt natürlich überhaupt nicht. In echt enthalte ich mich komplett politisch. Das ist mir scheißegal, was die da alle machen. Aber hier im Spiel natürlich alles Müll. Eigentlich ist auch Demokratie Müll. Am besten wäre eigentlich Anarchie. Weil man gibt ja kein anarchistisches Deutschland. Ein neues, besseres Deutschland. Die Lüge seit 100 Jahren. Klar, ich aus Deutschland gehe demokratisch und die Briten so, ja, da gehen wir halt faschistisch, ne? Irgendjemand muss hier das Ungleichgewicht aufrechterhalten. Hallöchen, wir sind das größte Land der verschissenen Erde und kriegen es nicht hin, Rumänien zu erobern. Ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wie viele Köpfe auf Darlins Tisch in der Zwischenzeit liegen. Aber ich weiß nicht, ob die durch ihn enthauptet wurden oder durch die rumänischen Soldaten. Aber Fakt ist jedenfalls, das Ganze ist richtig armselig, vor allem die Verluste. Beide Seiten haben gleich hohe Verluste. Und bei den Divisionsanzahlen, die Russen sind ca. 5-6 mal so stark. Kennt man irgendwo her. Öffentlicher Ruf nach Wahlen. Das letzte Mal, als es Wahlen gab in Deutschland, naja, ging nicht lange gut. Aber gut, das Volk soll sich Gehör verschaffen. Für die Demokratie, meine Freunde. Für die Demokratie. Und die Alte hat die Welt umrundet. Herzlichen Glückwunsch. It's chaos time. Anarchisten sind auch mit dabei. Dann kommen noch die Aragonisten und die Karlisten und die Rekrutisten und die Tistentisten, die Spastisten und die Baptisten und dann am Ende weiß keiner mehr, wer eigentlich noch mit wem kämpft und ja, ich mag den spanischen Bürgerkrieg ja total, er ist schon lustig immer. Oh, es ist passiert, 1937, Deutschland ist offiziell Deutschland, die Bundesrepublik Deutschland wurde gegründet, oh. Oh, die große rote Gefahr muss nun abgewendet werden, meine Freunde. Ansonsten habe ich keine Ahnung, was wir jetzt machen, weil... Was? Wahl? Kommunisten in der Regierung? Was? Nichts da. Kein... Ich glaube, die hängen. Raus mit dem roten Gesocks. Ich glaube, es kommt bald zum Krieg gegen die Sowjets. Die Frage ist nur, wie kommen wir zu den Sowjets, wenn die Sowjets nicht zu uns kommen? Soweit ich das sehe, haben wir keine Front. Ah, vielleicht über Bündnisse. Mal schauen. Na, habe ich es euch nicht gesagt? Übrigens, ja... Das ist Russland, meine Freunde. Gucken. Der Bürgerkrieg wird interessant, falls es einen gibt. Also so viel Shit ist schon lange nicht mehr passiert. Vielleicht solltet ihr öfter mal demokratisch spielen. Die Sowjets ballern richtig auf Krawall. Die Deutschen sprechen sich gegen die Sowjets aus. Der Pakt von Rom hat sich gegründet. Die Briten machen ein faschistisches Gedönse. Die Amerikaner sind so hier, nee, wir sind voll demokratisch und unterstützen alle Demokraten auf der Welt. Die Sowjets haben hier generell schon mal alles angegriffen. Und es ist noch nicht mal 1938. What the fuck? Meine Freunde, Sie sehen den russischen Bürgerkrieg. Bestehend aus der Union der Sowjetrepubliken. Oh. Die haben angeblich 176 Divisionen in diesem kleinen Fleck. Okay, das ist interessant. Schauen wir uns doch mal die Gesamtverhältnisse des Ganzen an. Okay. Ich glaube, dass die Sowjets verlieren könnten. Auch wenn ich nicht verstehe, warum die so wenig Gebiete haben. Macht überhaupt keinen Sinn eigentlich. Mir ist übrigens ein Bug aufgefallen. Der Kampf Bolwerk gegen den Bolschewismus funktioniert... Jetzt aktuell nur gegen die Union der Sowjetrepubliken Europas und Asiens. Sollte die Sowjetunion gewinnen, dann wäre interessant zu sehen, wie das funktioniert, weil die sind hier nicht aufgeführt unter dem Kampf gegen den Bolschewismus. Macht alles keinen Sinn, aber das zeigt halt auch, dass Deutschland eigentlich überhaupt nicht mehr geplant ist in dem Spiel. Am besten entfernen wir Deutschland einfach aus Hearts of Iron 4. Braucht eh keiner. Tschüss! Haben wir jetzt das mitteleuropäische Bündnis gegründet, weil wir in der Mitte von Europa sind. Und gucken jetzt quasi, dass wir möglichst viele Nachbarstaaten mit ins Bündnis reinziehen. Um dann langfristig als Goal des Videos die europäische Einheit zu schaffen und eventuell die Russen zu besiegen. Oder die Russen besiegen uns, oder die Russen besiegen sich selber, oder die Russen müssen gar nicht mehr besiegt werden, weil sie existieren nicht mehr. Keine Ahnung. Naja, wer kennt die nicht, den italienisch-jugoslawischen Krieg aus 1938. Ah, warte mal, was?
Wir können die Tschechoslowakei ins Bündnis einladen. Natürlich, gerne. Hör mal her mit euch. Demokraten sind gerne gesehen in unserem Reich. In unserem Land, meinte ich. In unserem Bündnis, meinte ich. Aber dass Jugoslawien gleich fällt, Österreich wird wahrscheinlich auch beitreten. Ach so. Hier geht's gegen Italien. Das ist interessant. Da sollten wir uns dann natürlich mal hinorientieren. Hallo Frankreich, willkommen in unserem Bündnis. Mitteleuropa ist stärker denn je, meine Freunde. Wieder einmal führt Deutschland Europa in den Krieg. Egal wie du spielst, es ist immer das Gleiche. Meine Freunde, wir sehen jetzt dann gleich Anschluss, aber militärisch. Und die Demokraten holen sich dann Österreich, weil... Die haben mir übrigens den Krieg erklärt, möchte ich dazu sagen, ne? Willkommen Niederlande, willkommen Belgien, willkommen Luxemburg. Hallöchen und herzlich willkommen in unserem mitteleuropäischen Superbündnis. Und wir machen direkt weiter mit... geht nicht. Wir sind nicht im Frieden mit Österreich. Ja, ist aber schade jetzt. Dann holen wir halt die skandinavischen Länder mit rein. Eigentlich ist es ein bisschen unfair, weil die haben circa ein Viertel oder ein Fünftel unserer Manpower. Österreich hat sich auch schon verabschiedet, aber ganz ehrlich, Italien hat angefangen, nicht wir. Hätte auch nicht gedacht, dass man die deutsche Panzerdivision nicht die Tour de France, sondern die Tour d'Italia als erstes macht. Aber die Italiener sind auch in etwa so aufgeteilt wie Nudeln in einem Lochsieb, also gar nicht quasi. Von daher... Genießen wir den Anblick dieses wunderschönen Kessels und den Tod dieser italienischen Soldaten. Nein, wir töten sie natürlich nicht, wir sind Demokraten, wir bekehren sie. Wir bekehren sie im Friedhof. Machen ihre Leichen quasi demokratisch. Auch Schweden, Dänemark, Norwegen sind unserem Bündnis beigetreten. Ist immer noch nicht fertig. Hallo Polen! Kommen sie auch mit rein, weil dann haben wir nicht eine Front zu den Russen. Ja, war ein sehr kurzer und unterhaltsamer Krieg gegen Österreich und Italien. Gehören jetzt auch beide zum mitteleuropäischen Bündnis. Das Problem, was ich nur gesehen habe, wir können die EU gar nicht gründen. Wir müssen nicht die Gebiete selber besitzen. Das heißt, das ist die einzige EU, die wir sehen werden heute. Hallo Polen, willkommen im Bündnis. Jetzt holen wir uns noch Finnland dazu, weil die haben gerade ganz eigene Probleme. Also, ich an russischer Stelle... Würde ehrlich gesagt gucken, dass der Bürgerkrieg jetzt irgendwann vorbei ist, weil sobald wir es geschafft haben, alle zu vereinen, zum Beispiel auch die Finnen, die jetzt wieder demokratisch sind, dann sieht es nicht mehr ganz so gut aus wie die Russen, würde ich behaupten. Aber gut, das ist ja nicht meine Entscheidung, ne? Die Amis ins Bündnis holen. Auch cool. Wir sind jetzt übrigens im Krieg mit denen da, weil die haben... Nein, ich habe keine Ahnung, wer eigentlich was gemacht hat. Die haben Lettland den Krieg erklärt. Vollidioten. Lettland ist uns beigetreten. Ändert nichts daran, dass es noch die anderen Sowjets gibt. Mal gucken, wie das mit denen dann noch läuft. Bin ja jetzt kein Experte für Kriegsführung, aber... ich sag mal so, also... Die Chancen auf den Sieg sind für die Union der Sowjetrepubliken Europas und Asiens... Oder wie es eigentlich heißen sollte, die Union der Sowjetrepubliken von meinem Arsch... Gar nicht so gut aus gerade. Tja, wie ich schon vermutet habe, das ist verbuggt. Jetzt haben wir den Kriegsziel hier umgangen. Das heißt, wir können eigentlich nicht mehr gegen die Sowjets in den Krieg ziehen, außer durch eine eigene Kriegserklärung. GG. Auch süßes kleine Mini-Bündnis mit Griechenland, Bulgarien und Jugoslawien, die auch bestimmt eine Riesenchance haben werden gegen das supereuropäische Bündnis und die Sowjets nicht. So, Krieg ist vorbei. Juhu. War einfach, also der Krieg war ja langweilig, ne? Wollen ja nicht alle zu Puppets machen oder Regierungswechsel. Regierungswechsel wäre doch eigentlich auch was. Alle demokratisch machen. Der Bürgerkrieg in der Sowjetunion ist vorbei. Und übrigens habe ich herausgefunden, wenn man demokratisch geht, gibt es trotzdem die Möglichkeit, Österreich zu annektieren. Und zwar gibt es ein Event. Und in diesem Event wird dann gesagt, Österreich mag Deutschland sehr, bla, Abstimmung. Dann können die Österreich abstimmen, ob die trotzdem Deutschland beitreten möchten. Aber ich weiß jetzt nicht, wie das hier ausschaut, weil wir jetzt aktuell schon Österreich besitzen. Aber vielleicht kriegen wir noch Chorgebiete. Das kann natürlich nur sein. Wir rechtfertigen jetzt jedenfalls einen Krieg gegen die Sowjets, um die bolschewistische Gefahr zu beenden. Mal gucken, wie das dann läuft. Und damit ist es soweit. Wieder einmal erklärt Deutschland der Sowjetunion den Krieg. Und die Frage ist, wer unterstützt uns dabei? Erstmal gar keiner, obwohl ich es alle gerufen habe. Was gibt es denn Schöneres, nach circa 3 Jahren Bürgerkrieg gegen die gesamte Welt kämpfen zu müssen? Vor allem die Chinesen und Japaner, also Queen China und Japan ist auch noch mit dabei. Und die Türkei ist ja aktuell nichts wert, weil die Türkei hat ja immer noch keinerlei Division, nachdem die von den Russen unterworfen worden sind und haben auch irgendwie sich dafür entschieden, keine Truppen auszubilden. Und in Afrika gibt es natürlich noch ein bisschen Krawall mit den Briten, weil die meinen ja immer noch, sie müssen Sand besitzen. Aber mal gucken. Wichtig wäre ja, den Bolschewismus zu entfernen, und das machen wir jetzt gerade.
Die Sowjetunion kommt auf unfassbare 30 Divisionen. Die hätten ja auch den russischen Bürgerkrieg verloren. Die haben eigentlich nur den russischen Bürgerkrieg gewonnen, weil wir gegen, naja, die anderen da, die Union der Toilettenstühle marschiert sind. Und deswegen haben, das war der einzige Grund, warum die überhaupt gewonnen haben. Ansonsten wäre der Schnauzertyp auch schon lange weg, genauso wie der andere Schnauzertyp. Aber der Schnauzertyp ist noch an der Macht, weil wir denen geholfen haben. Das Lustige an der ganzen Geschichte ist ja eigentlich, dass wir jetzt noch nicht mal 1940 haben, aber wir haben gefühlt den Zweiten Weltkrieg schon durchgespielt. Das hängt halt auch damit zusammen, wenn man einfach nicht mit allen Krieg führt, sondern sich mit allen verbündet, die anderen Feinde irgendwie in den Bürgerkrieg rutschen und komplett ausgelöscht werden und am Ende dann irgendwie überleben, weil man ihnen hilft und dann wird man selber angegriffen von denen, die einem geholfen haben und man hat selber nichts, was man machen kann. Ja, und die Briten, ja gut, die chillen auf ihrer Insel und trinken Tee. Manchmal, denen kannst du eh nichts erwarten. Wir haben es übrigens besser gemacht als Hitler oder Napoleon. Wir haben Moskau erobert. Meine Freunde, so sieht das aus, wenn Moskau gefallen ist. Ja, schaut immer noch scheiße aus, ich weiß. Falls wieder einer fragt, was meine Divisionstemplates sind, hier sind sie. Die sind voll scheiße! Mir egal, wir sind demokratisch. In Demokratie ist alles scheiße. Der Bolschewismus hat natürlich keine Chance gegen die demokratische Macht des Deutschen Reichs, Deutschlands. Ja, da ist Russland jetzt natürlich gefallen. Falls ihr auch schon mal wissen wolltet, warum Leute sich über Border Gore aufregen, hier ist der Grund. Es gibt einfach Nationen, die besitzen nichts weiter als Land und Stein, ein paar Wälder und ein paar Bären, aber sind jetzt hier eigenständige Nationen mit irgendwelchen Leuten, die diese Länder anführen, ohne Fabriken, ohne Menschen, ohne irgendwas, aber okay, kein Problem. Neue Challenge. Kann Taimir ohne Menschen die Welt erobern? Fragezeichen. Für die Memes, meine Freunde, für die Memes. Die Vereinigung Europas hat doch noch funktioniert, aber ja, das mitteleuropäische Bündnis mit der Europäischen Union mit einer unfassbaren Manpower von über 8 Millionen, 600 Fabriken und der einzigen Frage, die jetzt noch bleibt, warum zum Fick hast du den Kanal noch nicht abonniert? Bis zum nächsten Mal rein. Tschüss.